Hallo, mein Name ist Zuko, meine Damen und Herren. Wir schauen uns heute einen Virus an, der Minecraft angeblich in ein Horrorspiel verwandelt. Entität 0. Die meisten Spieler haben von den Mythos und der Legende von Herobrine gehört. Aber nicht viele kennen die mystische Gestalt namens Null. Ich war ja früher voll in love mit diesem Minecraft. Oh mein Gott, sieht aus wie ein Gesicht. Gesicht, Nase, Mund kommt so aus den Dings. Ich mach mir in die Hosen. Ich habe früher diese Minecraft-Animation richtig gefeiert. Wie hieß nochmal dieser Typ, der diese ganzen Dinger gemacht hat? Mr. Diamond? Diamondcraft? Nee, oh mein Gott, schreibt's in die Kommentare. Der hat so Lieder genommen von Tayo Cruz, von Jason Derulo und hat die so in Minecraft nachgebaut und nachgestellt mit so Animationen. Das war richtig krass, das war eine richtig gute Zeit, oh mein Gott. Und Herobrine hatte ich tatsächlich sogar immer richtig Schiss vor, als ich so 14 war oder so. Da dachte ich wirklich so, boah, Herobrine, nicht, dass der gleich um die Ecke kommt und mich voll erstreckt. Aber Minecraft ist halt ein Kinderspiel. Also ich glaube, mit Herobrine, das hat sich irgendwann mal Notch oder so damals ausgedacht. Sie soll eine pechschwarze Gestalt sein und tauchte angeblich zum ersten Mal auf, kurz nachdem der Minecraft-Launcher zum Spiel hinzugefügt wurde und Spieler zur älteren Version des Spiels zurückgreifen konnten. Die Null verfolgt die Spieler und bringt ihre Welt durcheinander. Genau wie Herobrine. Herobrine gibt's nicht. Ich habe den noch nie gesehen in Minecraft und ich habe Milliarden von Spielstunden, wirklich. Auch diese Entität Null. Es ist Null. Bekannt dafür, dass es Zeichen schreibt, auf denen Null steht. Daher der Name. Dieses Wesen tauchte in Update 1.7 auf und hat eine ganze Minecraft-Mythos-Gemeinschaft gebildet. Ja, aber das sind so diese Quatsch-Stories, also das glaube ich jetzt nicht. Doch wenn man den Ursprung von Null verfolgt, stößt man nur auf eine Creepypasta. Es wird vermutet, dass diese Creepypasta aufgrund von Notch-Bestätigung, dass Herobrine nur ein Mythos ist, geschrieben wurde. Haben wir es gerade gesehen, Freunde. Notch, ne, damals der Entwickler von Minecraft, oder immer noch Entwickler von Minecraft, aber hat der dann verkauft und irgendwie einen komischen Weg eingeschlagen. Herobrine isn't real in any way. No, I never added a brother. Well, there's half a brother I never meet. And he's not in the game, ja. Also, ich kann mich nicht an diesen Tweet erinnern, ich habe ja kein Twitter, aber das ist wirklich Quatsch, dass es diesen Herobrine niemals gegeben haben soll. Doch was war zuerst, diese Creepypasta oder gibt es wirklich diese Entität Null? Und durch diese Begegnung wurde dann erst eine Creepypasta geschrieben. Ja, ist völliger Quatsch, meiner Ansicht nach. Minecraft ist ein Kinderspiel. Wenn die da plötzlich sowas reinmachen müssten, dann müsste das Spiel irgendwie ab 12 oder 16 sein, wenn Jumpscares geben würde. Minecraft steht für Depressionen. Ein YouTuber mit dem Namen Rowley soll herausgefunden haben, dass hinter Minecraft mehr steckt und ist in das Spiel eingetaucht, um seine wahre Bedeutung zu finden. Er behauptet, dass das Spiel eine riesige Anspielung für Depressionen, Drogenmissbrauch und anderen psychischen Krankheiten. Das Spiel hat eine unglaublich entspannte Atmosphäre mit sanfter, beruhigender Musik. Boah, das ist aber auch eine kranke Einstellung, die der hier mal gemacht hat, ne? Dass man so weit gucken kann. Wäre halt so krank, wenn irgendein PC das mal hinkriegen würde. Okay, er seiner anscheinend schon. Aber dass man so weit gucken kann, das ist ja schon krass. Normalerweise kannst du nur so bis hier gucken, wenn überhaupt. Das ist natürlich jetzt auch keine Welt, die irgendwie von Minecraft generiert wurde. Aber ja, wahrscheinlich Depressionen. Ich meine, man kann sich alles herleiten, wenn man möchte. Und zu jeder These kann man irgendwie eine Begründung finden, wenn man weit lang genug sucht. Wahrscheinlich so, ja, man ist alleine in der Welt, allein ausgesetzt in der Wildnis, Depressionen, da ist man auch alleine und Drogen eventuell. Ja, man sieht Zombies und Geister und wenn man verrottetes Fleisch isst, dann dreht sich alles. Das ist völliger Käse. Im friedlichen Modus kannst du dich frei bewegen, ohne dich um Mobs zu kümmern. Wenn du jedoch bereit bist, kannst du den Überlebensmodus einschalten und dich den Monstern stellen. Fledermäuse und Spinnen stehen. Boah, Digga, auf einmal kommst du eine Fledermaus entgegen. Kreaturen, die sich nicht vorhersehbar verhalten. Aha. Skelette sind die Fehler, die du gemacht hast und dich immer wieder heimsuchen. Was ein Zombies sind die feindseligen Menschen, die dich nicht verstehen oder sich nicht in deine Probleme einfühlen können. Mit einer Bierflasche in der Hand? Die Creepers sind laut ihm eine psychische Darstellung der Depression. Sie schleichen sich an und zerstören fast ohne Vorahnung deine ganze Welt. Also ich meine, wenn man komplett overthinkt und alles irgendwie was reininterpretieren will, okay. Aber es ist ein Kinderspiel, Mann. Während du dem Enderdrachen, der für Drogen steht, hinterherjagst. Was? Warum steht der Enderdrache für Drogen? Hä? Und warum ist da Schnee im Ende? Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr von der Theorie haltet. Gar nichts. Weiter mit dem nächsten, eine geheime Geschichte. Diese Theorie behauptet, dass ein Fluch oder eine Krankheit die Welt von Minecraft ausgelöscht hat, also halt die Menschen, die dort gelebt haben. Nur eine Person hat überlebt, und zwar Steve. Jetzt muss er anfangen, die Welt wieder aufzubauen und versuchen, allein zu überleben. Diese Theorie ist die bekannteste. Es gibt ganz viele Versionen rund um diese Apokalypse-Theorie.
Obwohl das ja wahrscheinlich nicht stimmt, fragen sich trotzdem sehr viele Spieler, ob Minecraft doch eine versteckte Botschaft haben könnte. Naja. Schlafmangel. Ja, wahrscheinlich, weil man in Minecraft, man muss ja eigentlich nicht schlafen in Minecraft. Aber da kommt bestimmt auch sowas wie, ja, man muss nicht trinken. Ja, okay, fair enough. Stimmt, man muss nicht trinken in Minecraft, um zu überleben. Aber das ist ja auch Käse, das ist ein Spiel, Digga. Vergiss nie, in Minecraft zu schlafen. Wenn ein Spieler in Minecraft mehrere Tage nicht geschlafen hat, dann taucht ein Wesen namens Phantom auf. Ja. Ja, und dieses macht Jagd auf dich. Mhm. Diese Phantome werden so von Schlaflosigkeit so stark, wie man denkt. Und spawnen meistens in große Höhlen. Die unheimlichen Geräusche, die sie von sich geben, sind in der Regel der erste Hinweis darauf, dass man es mit einem Phantom zu tun hat. Das Problem hatte ich an Skyblock. Sie können zwar getötet werden, aber aufgrund ihrer Flugfähigkeit sind sie oft schwer zu treffen. Deswegen sollte man regelmäßig in Minecraft schlafen. Geheimer Raum. Wie die Badlands-Biome sind auch die Eisebene-Biome relativ selten in der Welt von Minecraft. Wo Wüsten und Wälder im Überfluss vorhanden sind, können diese gefrorenen Landschaften einen überraschenden Anblick für jeden Spieler darstellen. Aha. Sie enthalten unter anderem Iglus, die in keinem anderen Gebiet zu finden sind. Aber so einladend und gemütlich diese auch wirken mögen, sie verbergen ein dunkles Geheimnis tief unter ihrem Boden. Im Inneren der Iglus können Spieler eine Falltür finden, die sie tief in den Boden führt. Der Raum am Ende der scheinbar endlosen Rutsche enthält eine seltsame Auswahl an Gegenständen. In einer Ecke steht eine Truhe, die oft Äpfel enthält. Und auf einem anderen Tisch steht ein Bierstand. Aber das Merkwürdigste in diesem Raum sind die beiden Käfige auf der anderen Seite des Geheges. In dem einen Käfig ist ein normaler Dorfbewohner eingesperrt. In dem anderen knurrt dich ein Zombie an. Mit den bereitgestellten Tränken und Äpfel können die Spieler entweder den Zombie ins Land der Lebenden zurückbringen. Das ist kein Zombie, es ist ein zombifizierter Villager. Also, ich liebe den Kanal eigentlich. Neo heißt er, glaube ich. Aber man merkt, glaube ich, dass er nie so richtig Minecraft gespielt hat. Bierstand, Badlands falsch ausgesprochen, sagt, es ist ein Zombie, es ist aber ein zombifizierter Villager. Unterwasserwelt. Die Unterwasserwelt von Minecraft hat einige Entwicklungen durchgemacht. Die neuen Mobs und Strukturen in den endlosen Weiten des Ozeans sind sowohl aufregend als auch beängstigend. Neue Mobs? Oh, ah, okay, ich dachte, da kommt jetzt gerade so ein Ding raus. Dieses Bild einer großen Holzkonstruktion unter Wasser hat ja, schon versunkene für ein wenig Schiffe. Unbehagen sorgen. Das in Kombination mit den Unterwasserkreaturen, die man treffen kann, die als Ertrunkene bekannt sind, kann das Spiel ziemlich gruselig machen. Ja. Das war's. Das war jetzt der Fakt. Ich bin immer noch gespannt auf ein Virus, weil wir sind schon bei drei Viertel des Videos, aber es ging noch nicht um ein Virus. Ich weiß noch, als ich Minecraft mit Lukas Staffel 1 gestartet habe, das fand ich auch krass. Da war urplötzlich einfach für mich so Minecraft völlig anders, weil ich ja davor jahrelang nicht gespielt habe. Ein weiterer Mythos besagt, dass ein Wüstenbrunnen immer in der Nähe eines Dorfes ist. Wenn man die Wüsten in Minecraft genauer erkundet, kann man ab und zu mal auf Wüstenbrunnen stoßen. Dabei handelt es sich um kleine Bauwerke aus Sand, auf deren Böden Wasser zu finden ist. Mhm. Tatsächlich hat der Wüstenbrunnen nichts mit Dörfern zu tun. Dörfer sind in Minecraft keine Seltenheit. Daher kann es durch Zufall geschehen, dass ein Dorf in der Nähe eines Brunnens generiert wird. Okay. Allerdings ist das dann wirklich nur Zufall. Crazy. Kreuze in Minecraft bedeuten nichts Gutes. Kreuze? Wenn man sich die Landschaft von Minecraft ja, genau anschaut, yo. Wird man feststellen, dass ab und zu Kreuze in der Landschaft auftauchen. Mhm. Viele bekommen dadurch Angst. Aber ich kann euch beruhigen, die Minecraft-Welten werden durch Zufall generiert. Bis jetzt wurde noch nichts im Quellcode gefunden, was darauf hindeuten könnte, dass diese Kreuze absichtlich erstellt werden. Ja, sind wieder die mit religiösen Theorien oder keine Ahnung was. Ich weiß noch, früher hätte man die hier runterbauen müssen. Genau hier. Hätte definitiv Diamanten finden müssen. Das war mein erstes Minecraft-Video und generell mein erstes Video und das ging direkt ganz gut ab damals. Geht mittlerweile natürlich nicht mehr. Oh, der Virus. Und zum Schluss gibt es noch was richtig Cooles. Es soll einen Virus geben, der Minecraft in ein Horrorgame verwandelt. Aha. Es handelt sich hierbei um Minecraft Error 437. Eine sehr unheimliche Minecraft-EXE. Diese Datei befällt den Computer und verursacht ein paar sehr seltsame Vorkommnisse. Sogar Chrome warnt euch davor. Okay. Wenn man die Datei durch eine Windows-Analyse jagt, kommen ziemlich viele Warnungen. Je länger man das Spiel spielt, desto verfluchter wird es. Beim ersten Start dieser Version sieht man einen verzerrten Titelscreen. Und dann erscheint das Hauptmenü. Im Spiel selbst sehen die Texturen allein schon sehr merkwürdig aus. Alles glitscht vor sich hin und Pflanzen wachsen in der Luft. Sogar das Wasser wurde durch Lava ersetzt. Die Anzeige vom Spiel verkleinert sich. Im Spiel wird auch ein Schriftzug in Rot eingeblendet. Dort steht, du sollst nicht hier sein. Auch der Text Hilf uns wird eingeblendet und ploppt im Chat im Sekundentakt auf.
Das Spiel verzerrt sich auch ab und zu, als wäre man irgendwie drunk. Man sollte auf jeden Fall nicht riskieren, diese Version zu laden. Auch wenn ihr gerade richtig Bock drauf hättet. Ja, okay. Das war der Minecraft-Virus, Leute. Ist einfach nur eine gemoddete Version, dass aber sogar der Chrome sagt, dass ein Virus detected wurde. I don't know. Was ist das Gruseligste, was euch in Minecraft passiert ist? Schreibt es unten in die Kommentare, lasst einen Daumen hoch unter dem Video da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen. Morgen geht's weiter mit einem Spiel, was wir spielen. Ich glaube mit Scribble. Schauen wir mal, ob wir es schaffen, heute noch aufzunehmen. Haut rein. Ciao.